Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Das zwischen dem Kaufvertrag und der Wirtschaft, dem wirtschaftlichen Übergang. Das machen die meisten Notare schon von sich aus. Dass dazwischen, zwischen dem Zeitpunkt, wo sie unterschreiben, der Kaufpreis fällig wird und sie dann auch den Schlüssel fürs Haus kriegen, dass da Minimum 4 bis 6 Wochen zwischenliegen. Ja? So, wenn Sie jetzt ohne Finanzierungszusage zum Notar gehen, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn 6 bis 8 Wochen dazwischen liegen. Ja? Auch wenn Sie jetzt ein Haus kaufen, was eben schon steht, und Sie sagen, Mensch, Sie wollen noch was renovieren und umbauen und sanieren, und Sie Ihren Verkäufer fragen, ob Sie den Schlüssel schon haben können, bevor Sie bezahlt haben, das sollten Sie meistens nicht direkt beim Notar und im Notartermin machen, weil der Notar im Zweifelsfall sagt, bloß nicht. Ja? Weil wenn Sie sagen, Mensch, das schöne 60er-Jahre-Bad mit kuppelgrünen Fliesen, das soll jetzt raus. Ja, Sie hauen das mit dem Presslufthammer alles raus und Ihre Bank sagt plötzlich, nee, ich finanziere das doch nicht. Dann hat der Verkäufer ein Problem, weil vorher hat er zumindest ein funktionierendes Badezimmer. Ja, wenn auch mit popelgrünen Fliesen. Ja, so, und das gibt richtig Scher dabei. Ja, also es sind viele Sachen, die meisten Notare sagen, um Gottes Willen nicht. Ich habe jetzt gerade für einen Notar eine Finanzierung gemacht. Der hat schon Schlüssel, der hat schon alles platt gehauen da drin und der Verkäufer rief schon, oh, wo kommt mein Kaufpreis? So, passiert nichts. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten. Und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!